Das war so gut, da gibt's sogar noch einen drauf. Irgendwann mitten in der Staffel ein bisschen schwierig, weil man dann als Profi immer das Gefühl hat, oh, man muss jedes Mal irgendwas noch Besseres hinkreieren. Vielleicht ist das auch unser Gefühl von innen, aber man hat so das Gefühl, wenn man mit 28 oder mit 26 Punkten in der ersten Sendung anfängt und in der zweiten, glaube ich, oder spätestens dritten die Bestpunktzahl bekommt, das ist nicht so geil. Der Druck ist sehr hoch. Dreh weiter, weiter, nein, nein, nein. Eins uns, nein, rück, rück, rück. Ja, aber ich weiß nicht. Heute bin ich mal ein bisschen strenger wie sonst, komm. Oh. Ein bisschen. Ich bin bei so vielen Tänzen mit Anna zufrieden, jetzt unseren absoluten Lieblingstanz zu finden. Loving you was sunshine. Der langsame Walzer. A steady place to let down meine fancy. But loving you hat consequences. Genauso an natürlich ja, Sex auf dem Tanzboden oder was? Unser Contemporary. Ich glaube, das war im Semifinale. So leid es mir tut, wir müssen jetzt zum Sex kommen. Das wird richtig sexy. Let's go. Wo wir mit Anna einfach gesagt haben, jetzt ist genug, kleine Gesten, jetzt hauen wir mal drauf. Jetzt gehen wir mal aufs Ganze. Eins, zwei, warte, ganz kurz. Kannst du das bitte genießen? Nochmal zurück. Was passiert denn hier gerade? Eins, zwei. Sehr gut. Fühle, dass ich es mache und nicht du. Das war also der Ausdruck des Tanzes. Und auch da hat sie sich einfach komplett drauf eingelassen und hat am Ende auch einfach, ey, es war einfach hot. Der emotionalste Moment mit Anna, das ist unser Magic Moment zu Behind Blue Eyes. Ja, ich krieg Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Das ist der erste Tanz bis jetzt in allen meinen Staffeln, wo ich während des Tanzes kleines Tränchen verdrückt hatte. Ich hatte einen Eingang etwas später als Anna. Ich habe erst nach 40 Sekunden bin ich erstmal dazugestoßen und stand dann hinterm Herrn Lambi, versteckt hinter dem Jurypult im Dunkeln und hab den Anfang von Anna tanzen sehen. Ich habe mich selbst erwischt, wie ich einfach geweint habe und Joachim hat zu mir geguckt und gesagt, Valentin, alles okay bei dir? No one knows what it's like to be the bad man. Aber ich weiß auch von mir, ich schaffe es immer, nicht zu weinen. Ich reiße mich dann immer zusammen. Ne? Vielleicht zeige ich nicht genug Emotionen, aber in diesem Moment konnte ich es nicht. Als sie getanzt hat, ist mir einfach dieser Spruch von ihr gekommen, wo sie gesagt hat, du Valentin, ich liebe das Tanzen wirklich. Ich habe das Tanzen wirklich geliebt und das habe ich ihr so geglaubt. Und wenn das Mädel jetzt nach ein paar Wochen das Tanzen lieben gelernt hat und das ist ihre große Leidenschaft geworden, dann hatte ich so einen Moment, da sind einfach die Tränen geflossen. Ich krieg das hin. Du bist für mich der perfekte Beispiel für alle Menschen zu verstehen. Wir sind nicht unsere Geschichte. Du bist eine ganz tolle Frau. Anna, ich habe bei meiner Hochzeit nicht geweint, das ist dir schon klar. Let's Dance ist sehr, sehr emotional. Ja, wirklich. Das ist eine Emotion, die behält man. Und jetzt habe ich es auch einmal erlebt, wie mein Schatzi Renata schon davor. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt und bin dem sehr, sehr dankbar.